Okay, in der Nacht vom 26. auf den 27. September 1940 beging Walter Benjamin in dem kleinen Pyrenäenort Port-Boux Selbstmord, vermutlich mit einer Überdosis Morphium-Tabletten. Er hatte befürchtet, an die deutsche Armee ausgeliefert zu werden, die im Mai des Jahres begonnen hatte, Frankreich zu besetzen, zusammen mit Millionen von Franzosen, Belgiern, Deutschen, Österreichern, Tschechen und Migranten vieler anderer Nationalitäten war er von Paris aus in den südlichen Teil des Landes, zuerst nach Lourdes, dann nach Marseille geflohen, um sich dort ein legales Ausreisevisum sowie ein Transitvisum für Spanien zu beschaffen. Wie so viele bekam er die erforderlichen Papiere nicht, weshalb er sich entschloss, die französisch-spanische Grenze illegal zu überqueren. Dies gelang zunächst, doch spanische Zöllner griffen ihn und seine Begleiter auf und drohten mit Auslieferung. Bertolt Brecht, der drei Gedichte über den Tod seines engen Freundes und Mitstreiters schrieb, soll damals kommentiert haben, der Tod Benjamins sei der erste ernsthafte Verlust, den Hitler der deutschen Literatur zugefügt habe. Mit Literatur waren freilich keine abgehobenen, auf das rein literarische beschränkten Meisterwerke gemeint, sondern vielmehr die Produktion politisch aktivierender, theoretisch aufklärender und dem antifaschistischen Kampf verpflichtete Texte. Benjamin, der, Zitat, schreibende Revolutionär aus der Bürgerklasse, so definierte er sich selbst, hatte sein Leben und seine Arbeit buchstäblich bis zuletzt diesem Kampf gewidmet. Stichwort also schreibender Revolutionär aus der Bürgerklasse, das heißt, und das ist das Zentrum dieses Vortrags, wir haben unter anderem bei Benjamin jemand, der seine eigene Position und die gesellschaftlichen Erfahrungen eines Schriftstellers permanent reflektiert hat. Das heißt also, wir haben hier jemand, der sich über 30 Jahre Gedanken gemacht hat darüber, was Literatur im Kapitalismus bedeutet und der, wie in den größeren Werken, besonders die kulturellen Entwicklungen im Kapitalismus untersucht hat. Aber wichtig ist, wie man nachvollziehen kann, dass er die Rolle des Intellektuellen sehr früh reflektiert hat. Und relativ früh auch, wenn man sich überlegt, das war in den 50er oder 60er Jahren durchaus nicht der Fall, gefolgert hat, dass es zum Beispiel keine freie Intelligenz gibt, der auch davon ausging, dass es problematisch ist, für einen linken Schriftsteller diese Repräsentantenrolle oder eine dienende Rolle anzunehmen. Am Schluss, also hoffentlich ergibt sich aus dem Vortrag eine Klärung dessen, was er unter dieser Fragestellung dann verstanden hat. Wenn man auf die Anfänge kommt, also Benjamin hatte früh begonnen zu publizieren, anfangs im Rahmen der von Gustav Wineken inspirierten Jugendbewegung, die sich gegen den autoritären Stil der kaiserlichen Schulexerzieranstalten richtete und für freie Schulgemeinden eintrat, eine moderne Pädagogik, eine radikale Umgestaltung des universitären Lehr- und Lernverständnisses. Diese Bewegung zerfiel allerdings sehr bald in ideologische und sogar religiöse Gruppierungen. Der Ausbruch des Weltkriegs, bei dem sich Benjamin nicht von der manipulierten Massenhysterie anstecken ließ, sorgte einmal für den offenen Bruch mit Autoritäten wie Wineken oder Martin Buber, die beide den Weltkrieg nach anfänglichem Zögern unterstützten, und zum anderen für ein beharrliches publizistisches Schweigen. Benjamin konzentrierte sich auf das Studium und suchte gleichzeitig in Aufsätzen, die zumeist erst posthum erschienen sind, in den Bereichen, die ihn vor allem interessierten, das heißt Ästhetik, Literaturkritik, Sprache und Übersetzung, Theologie und Geschichtsphilosophie, eigene Ansätze zu finden und sich, wie er das nannte, Denkgewissheiten zu verschaffen, auf denen er aufbauen konnte. Und so kann er bereits früh die Ziele einer gegenwartsbezogenen Philosophie, einer aktualisierenden Literaturkritik und einer das Sprachvermögen schärfenden Übersetzung formulieren.
Als Ethos philosophischer Forschung sieht er in einem frühen Aufsatz, sehr interessant, das Leben der Studenten 1915, Benjamin ist damals 23, die Aufgabe, das Künftige aus seiner verbildeten Form im Gegenwärtigen erkennend zu befreien. Und es ist dieses Ethos, das für ihn bestimmend bleiben sollte. In dieser frühen Phase verharren Benjamins Arbeiten allerdings im Bereich der reinen Theorie. Auf die Zeitereignisse nehmen sie nur indirekt Bezug. Charakteristisch sind ferner die Nähe zu anarchistischen Positionen und die theologische Begrifflichkeit. Züge, die sich bei Benjamin nie ganz verlieren sollten. Vielmehr zum Blutkern, wie Adorno das genannt hat, seiner Arbeit gehören. So arbeitet Benjamin in den Notizen zu einer Kategorie über die Kategorie, in einer Arbeit über die Kategorie der Gerechtigkeit, die Kluft zwischen Recht und Gerechtigkeit heraus und betont, dass, Zitat, keine wie auch immer geartete Besitzordnung zur Gerechtigkeit führen könne. Und er betont, dass dies auch für ein Kollektivsubjekt gilt, womit er sich gegen landläufige sozialistische Positionen wendet. Benjamin postuliert stattdessen ein, Zitat, Gutsrecht des Gutes, ein Urrecht aller Dinge, der Menschen, und definiert Gerechtigkeit als, Zitat, das Streben, die Welt zum höchsten Gut zu machen, wobei diese Gerechtigkeit theologisch als göttliche Gerechtigkeit gefasst wird. Die turbulenten Jahre der Novemberrevolution, der Massenstreiks und Putschversuche hat Benjamin zwar nicht direkt kommentiert, dennoch haben diese krisenhaften Entwicklungen ihren Einfluss auf seine politische Begriffsbildung und die Einschätzung der politischen Lage gehabt. In der 1921 geschriebenen Kritik der Gewalt setzt er sich mit den Schriften Georges Sorels auseinander und übernimmt dessen Unterscheidung zwischen partialen politischen Streiks und dem proletarischen Streik, einem Generalstreik, der als reines Mittel den Bannkreis der Gewalt anarchisch durchbrechen können. Die Legitimität der revolutionären Gewalt bestehe darin, dass sie die auf Rechtsgewalt beruhende Ordnung in einem Akt zerstöre, indem sich eine andere, von jeglicher Rechtsgewalt freie Art von Gewalt manifestiere. Auch hier ist es die theologisch gefasste göttliche Gerechtigkeit, die sich der Macht als Prinzip mythischer Rechtsetzung entgegenstellt. Für Benjamin bedeutete die Novemberrevolution bzw. deren verschiedene Strömungen, also moderate SPD, Rätebewegung, Kommunistische Partei, nur einen politischen Streik, der lediglich einen Wechsel an der Spitze, einen Austausch von Machteliten und eine weitere Stärkung der staatlichen Zentralisierung zum Ziel gehabt habe und keinen fundamentalen Gesellschaftsumbau. Die wirkliche Wendung zur Politik, Zitat von Benjamin, erfolgte dann in den Jahren 1923 und 24. Benjamin erkennt, dass er die Sphäre der reinen Theorie verlassen muss, ohne freilich auf Theoriebildung oder ihn motivierende Zielvorstellungen zu verzichten. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Begegnung mit Asia Larkis, einer lettischen Kommunistin, die vor allem im Bereich des Theaters, unter anderem des proletarischen Kindertheaters, aktiv war und auch mit Brecht in München zusammengearbeitet hatte. Das ist in den frühen 20er Jahren. Larkis verhalf Benjamin nicht nur zu einer vitalen Befreiung, so nennt er das, sondern auch zur intensiven Einsicht in die Aktualität eines radikalen Kommunismus. Und weil das so wichtig ist, habe ich das Zitat hier. Er schreibt an seinen Freund Scholem, der sehr wichtig für ihn ist, obwohl er einen ganz anderen Weg ging, nach Palästina, Israel, sich mit Mystik beschäftigt hat und so weiter. An ihn schreibt er am 7. Juli 24, hier selbst, das ist in Capri, wo diese Begegnung stattfand, ist einiges vorgegangen, nicht zum Besten meiner bedrohlich unterbrochenen Arbeit. Er sollte eigentlich
die Habilitationsarbeit schreiben. Nicht zum Besten vielleicht auch einer für jede Arbeit so unerlässlichen bürgerlichen Lebensrhythmik, unbedingt zum Besten einer vitalen Befreiung und einer intensiven Einsicht in die Aktualität eines radikalen Kommunismus. Das ist also Benjamins wichtige Wendung zur Politik 24, bei der Assialakis eine wichtige Rolle spielt. Interessant ist auch, dass vielleicht also beide Aspekte berücksichtigt werden sollen. Es geht also, normalerweise denkt man daran, aha, das ist also das Interesse an einer kommunistischen Position, aber wahrscheinlich ist genauso wichtig dieser Aspekt dieser vitalen Befreiung. Das hat also einfach Konsequenzen für ihn als Autor, unter anderem auch in anderer persönlicher Hinsicht. Gleichzeitig bedeutet das nicht unbedingt eine Wendung zu einem orthodoxen Marxismus, vielmehr ist dieser Übergang zu marxistischen Positionen höchst komplex. Benjamin selbst spricht davon, rückblickend auf diese Veränderung, dass die Erfahrung der Freiheit mit der anderen revolutionären Erfahrung von Freiheit zu verschweißen sei, jener, Zitat, Freiheit, die wir doch anerkennen müssen, weil wir sie hatten, mit dem konstruktiven Diktatorischen der Revolution. Trotz der durchaus nicht unkritischen Sicht auf die sowjetische Entwicklung 1923 bleibt dies Benjamins politische Grunderfahrung. Interessant ist, dass also wer sich dafür interessiert, man kann nachlesen, wie Benjamin dann also nach Moskau fährt und dort ein sehr ausführliches und persönliches Tagebuch führt. Und ein höchst ungewöhnlicher Text, also ein völlig offener, auch selbstkritischer Text. Benjamin fährt also im Dezember 26 nach Moskau und bleibt dort also gut 2 Monate. Schwierige persönliche Situation, die Ehesituation, Jobsuche ist schwierig. Er hat wahrscheinlich versucht, sich dort beruflich zu orientieren. Das Modell war der Freund von Assialakis und auch sein Freund Bernhard Reich, der spätere Ehemann von Lazis. Benjamin war also in Moskau, weil er unter anderem auch den Goethe-Artikel für die sowjetische Enzyklopädie schreiben sollte und damit gab es Schwierigkeiten. Also dieses Tagebuch ist sehr interessant natürlich, weil er hier in der Sowjetunion ist, der frühen 20er Jahre. Er ist auch sehr interessant, weil er beschreibt die Situation im Theater, er beschreibt wie die Dinge im Fluss sind, wie es Ansätze gibt, also im literarischen Bereich. Aber an einer sehr wichtigen Stelle beschreibt er auch, sehr hellsichtig, dass wie er das nennt, die restaurative Phase eingesetzt hat. Das heißt, der militante Kommunismus, auf den er als immer noch anarchistisch gestimmter Marxist gehofft hat, ist also aufgegeben worden, 23, 24. Und er beschreibt also hellsichtig, wie das also in Widersprüche führt. Also man kann... Der Kommunismus ist, wie er sagt, ist nur eine Parole, keine Erfahrung mehr. Und er beschreibt das sehr gut, wie also die Propaganda weiter mit marxistischen Begriffen arbeitet, wie die Jugenderziehung mit marxistischen Begriffen arbeitet, wie aber außenpolitisch, auch wirtschaftspolitisch der Schwung der Revolutionsjahre erlahmt ist. Benjamin selber, und damit kommen wir zu einem wichtigen Aspekt dieser intellektuellen Position, erwägt lange Zeit einen Beitritt zur kommunistischen Partei, entscheidet sich aber schließlich dagegen, und zwar nicht aus bürgerlichen oder ideologischen Vorbehalten, sondern aus Gründen, die mit seiner höchst skrupelhaften, selbstkritischen Einschätzung der Rolle des Intellektuellen zu tun haben. Er entscheidet sich gegen den Parteiantritt und für eine, wie er das nennt, linke Außenseiterstellung. Er will abwarten, solange, wieder Zitat, als man sich außerhalb
außerhalb der Partei, mit nachweisbarem, eigenem und sachlichen Nutzen postieren könne, ohne zum Bürgertum überzugehen, beziehungsweise die Arbeit zu schädigen. Arbeit ist ein wichtiger Begriff natürlich, das heißt die schriftstellerische Produktion, wahrscheinlich der entscheidende Begriff für Benjamin. Er reflektiert genau die Wirkungszusammenhänge, das heißt den potenziellen Konformismus und die Einschränkung von Kritikmöglichkeit, die durch eine Parteizugehörigkeit sich ergeben könnte. Auch da gibt es, wer sich dafür interessiert, ausführliche Diskussionen mit Scholem, also in Briefen. Scholem, der natürlich absolut gegen jede kommunistische Orientierung war, von Parteizugehörigkeit ganz zu schweigen. In der Zwischenzeit, persönlich ist das wichtig für diese Phase, natürlich für Benjamin, weil auch seine akademischen Pläne scheitern, beziehungsweise ganz brutal von seinen akademischen Kollegen in Frankfurt also unterminiert werden. Das bedeutet für Benjamin, dass er sich dann wirklich als Schriftsteller, also nicht als Philosoph, nicht als Wissenschaftler, nicht als Germanist, sondern als Schriftsteller und Journalist mit erstaunlich weit verzweigten Kontakten und mit einem sehr breiten Themenspektrum etabliert. Und zwar benutzt Benjamin immer also Buchbesprechungen, um dann, das ist sein Muster, zu grundsätzlichen Fragen Stellung zu Beziehung, etwa zu Krieg und Wiederaufrüstung in Deutschland, zu Pazifismus, wichtiger Aspekt für Benjamin, zu geistigem Aktivismus, zu Film, zu Medienentwicklung, zur kulturellen Situation in Frankreich und so weiter. Die Veröffentlichung der Einbahnstraße, interessanter Text, das kann ich nur empfehlen, im Jahre 1928 zeigt diesen Benjamin, der nahezu jeden beliebigen konkreten Gegenstand zum Anlass für kritische Reflexionen aufgreifen konnte. Interessant ist, dass er sich wirklich vollkommen reinstürzt in diese Arbeit und das Philosophische oder das Reflektierende zurückstellt, bis er dann Ende 28, 29 wieder ins Theoretische geht. Und zwar macht er das in einem Aufsatz zum Surrealismus. Surrealismus mit Ü geschrieben. Und Benjamin ist einer der Ersten, der sich mit dieser literarischen Gruppierung, die aus Frankreich stammt, in den frühen 20er Jahre, befasst. Und er spricht in diesem Aufsatz gleich einleitend davon, also er betont diese deutsche Perspektive und meint, dass gerade Deutsche, den Surrealismus gut verstehen, und zwar das Politische des Surrealismus verstehen sollten, weil die Erfahrung der krisenhaften Situation der Intelligenz gerade eine Erfahrung ist, die also auch in Deutschland gemacht werden konnte. Und hier fällt das Stichwort, das ich für den Titel genommen habe, mit der exponierten Stellung zwischen anarchistischer Front und revolutionärer Disziplin. Das bezeichnet er als seine Erfahrung. Das ist 28, Ende 28, Anfang 29, spricht er von dieser äußerst exponierten Stellung zwischen anarchistischer Front und revolutionärer Disziplin. Ich glaube, das trifft auch für jemand wie Brecht zu, diese schwierige, ideologisch schwierige Situation. Und wahrscheinlich auch für viele andere politisch bewusste Autorinnen und Autorinnen in Deutschland. Wobei zwischen, ist natürlich, man müsste das, glaube ich, interpretieren, zwischen bedeutet sicherlich, dass also beide Pole einen Einfluss haben, einen Ausgangspunkt darstellen, ohne dass man jetzt unbedingt einem der Pole also unterstellt wäre. Das heißt, also das wäre meine Interpretation, dass tatsächlich diese Spannung also nicht nur die Situation beschreibt, sondern auch einen schriftstellerischen Impuls darstellt. Tatsächlich geht es beim Surrealismus um mehr als Literatur. Es gibt einen Artikel von Bark, Karl-Heinz Bark, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der so das sagt, also es geht überhaupt gar nicht um Literatur, das ist eine politische
Bewegung. Benjamin ist einer der Ersten, der das klar herausgestellt hat. Eine Kritik, sagt Benjamin, muss die außerliterarischen Tendenzen erkennen. Es geht nicht um Literaturkritik, es geht um Zeitdiagnostik. Surrealismus reflektiert, ist Ausdruck der Krise der Dichtung, die Benjamin mag diese Metapher des Sprengens, die von innen gesprengt wird. Die Verbindung von surrealistischer, also Surrealisten sind die Leute, die mit Traumtheorie arbeiten und die diese Verbindung von Konkretion und Traumtheorie haben. Und diese Verbindung ist, und das ist interessant, gleichzeitig ein Vorblick, eine Vorausschau auf die Passagenarbeit, die Benjamin 27, 28 begonnen hat und die ihn für den Rest seines Lebens beschäftigen wird. Der Surrealismus hat, so Benjamin, mit seiner Methode zur Dechiffrierung von Traumzuständen ermöglicht, die Kritik des 19. Jahrhunderts hat hier anzusetzen, sagt er. Das ist sein Ziel, er will ja den Kapitalismus aus dem 19. Jahrhundert, die Gegenwart aus dem 19. Jahrhundert, den Kapitalismus in seinen Vorstufen erklären. Dahinter steht die Entdeckung, zum Beispiel bei Breton, aber da findet man auch Parallelen, zum Beispiel bei Architekten wie Gideon oder so aus der Schweiz, dass menschliche Erfahrungen unbewusst und blind geprägt sind durch eine Dingwelt und durch ein Ambiente des Alltags und des Alltäglichen. Der Begriff von Gegenwart, sagt Benjamin im Anschluss an diese Inspiration durch den Surrealismus, geht nicht ohne Traumdeutung und ohne eine Analyse des kollektiven Unbewussten. Also das ist gleichzeitig der Beginn, das ist also, er nimmt also den Surrealismus, er stellt das Politische heraus, für ihn ist das eine Gelegenheit, seine eigene schriftstellerische Praxis zu reflektieren, und es ist verbunden mit seiner mit Ansätzen zur Passagenarbeit, die sicherlich also das Wichtigste ist, was er gemacht hat und bis heute, glaube ich, also wert ist, genau studiert zu werden. Ich möchte noch auf eine andere Inspiration kommen. Ende der 20er Jahre lernt er zudem Bertolt Brecht näher kennen, übrigens vermittelt über Assalakis, und mit dessen Produktion und Literaturkonzeption er sich, wie er das nennt, solidarisch macht. Sehr starker Ausdruck. Der Grund: Brecht geht von einer realistischen Analyse der eigenen Position im kapitalisierten Medienbetrieb aus. Literatur, so hatte Benjamin selbst schon zuvor in der Einbahnstraße geschrieben, bleibt unfruchtbar, wenn, Zitat, nicht unfruchtbar, wenn sie sich nur im literarischen Rahmen abspielt. Und auch hier, weil das so wichtig ist, habe ich das ganze Zitat hier parat. Unter diesen Umständen, das heißt die Umstände 1930 in Deutschland, reduzierte Rolle der Literatur und so weiter, kann wahre literarische Aktivität nicht beanspruchen, im literarischen Rahmen sich abzuspielen, vielmehr ist das der übliche Ausdruck ihrer Unfruchtbarkeit. Die bedeutende literarische Wirksamkeit kann nur in strengem Wechsel von Tun und Schreiben zustande kommen. Sie muss die unscheinbaren Formen, die ihrem Einfluss in tätigen Gesellschaften besser entsprechen, Flugblättern, Broschüren, Zeitschriftartikel, Plakaten, ausbilden. Nur diese prompte Sprache zeigt sich dem Augenblick gewachsen. Er mag auch diese Maschinen, da kommt also im Anschluss daran dann die Maschinenmetapher und er spricht davon, dass man genau wissen muss, dass Meinungen wie Öl sind und man muss wissen, wie man diese Maschinerie, wie und wo man diese Maschinerie ölt. Man muss die Stellen kennen. 1930 wird er in einem Text über Brecht, bis heute einer der besten Texte über Brecht, meiner Meinung nach, die neuen Literaturverhältnisse beschreiben. Brecht, sagt Benjamin, lehnt es ab, seine Talente frei zu verwerten. Er verwertet sie als Erzieher, Politiker, Organisator. Brecht gehöre zu einer ganz kleinen Minderzahl,
Zitat, die sich fragt, wo sie ihre Begabung ansetzen muss, sie nur da ansetzt, wo sie von der Notwendigkeit, dies zu tun, überzeugt ist. Versuche, das ist der Band, den er bespricht, übrigens in diesem Text von 1930, sind dergleichen Einsatzstellen von Brechts Begabung. Das neue Zitat von Benjamin daran ist, dass diese Stellen in ihrer ganzen Wichtigkeit hervortreten, der Dichter um ihretwillen sich von seinem Werke beurlaubt und wie ein, schöne Metapher hier, wie ein Ingenieur in der Wüste mit Petroleumbohrungen anfängt, in der Wüste der Gegenwart an genau berechneten Punkten seine Tätigkeit aufnimmt. Zitat Ende. Es geht nicht um individuelle Erlebnisse, sondern Benutzung, in Klammern Umgestaltung bestimmter Institute und Institutionen. Entscheidend, weiterer wichtiger Punkt, das Gefühl des Autors muss mit dem Willen verbunden sein, diese Welt zu ändern. Sie weiß, die einzige Chance, die ihr bleibt, ist Nebenprodukt in einem sehr verzweigten Prozess der Änderung der Welt zu werden. Das ist sie hier, sagt Benjamin über Brecht, und dazu ein unschätzbares. Hauptprodukt aber ist, Zitat, eine neue Haltung, und zwar eine Haltung, die erlernbar ist. Von dieser Position, dieser neuen Haltung aus, sichtet Benjamin die literarische Szene in der Endphase der Weimarer Republik. Und nicht nur die esoterisch-ästhetistische Literatur aller Stefan George, sondern auch die liberale oder linkskritische Literatur aller Kurt Tucholsky oder Erich Kästner. Sie verfällt Benjamins Verdikt, da ihr keine politische Aktion entspreche. Hellsichtig stellt Benjamin in einer ebenfalls 1930 erschienenen Besprechung der jüngerschen Aufsatzsammlung Krieg und Krieger heraus, wie der Mystizismus des ewigen Krieges, der bewusst von den konkreten Erfahrungen des Weltkriegs und der modernen technologischen Realität der Materialschlachten absieht, um ihn wiederum als Lebenstatsache, als vitalisierende, antizivilisatorische Kraft zu feiern und die Niederlage des Ersten Weltkriegs vergessen zu machen. Demagogen wie Jünger dienten sich als, Zitat, faschistische Klassenkrieger einem Staate und den Besitzern der modernen Vernichtungstechnologie an. Benjamin liefert hier zwar keine umfassende Kritik oder Theorie des Faschismus, das ist eigentlich der Titel dieser Arbeit, enthüllt aber frühzeitig das ökonomische Naturgeheimnis einer kapitalistischen Ordnung, die durch das Zusammenspiel von Politik und Rüstung gekennzeichnet ist, ein Zusammenspiel, das durch ästhetizistische Überhöhungen nur verdeckt und mystifiziert wird. Das ist das Wichtige, nicht? Das Ästhetische und das Ästhetizistische ist irrational. Es verdeckt, was wirklich politisch passiert in der Gesellschaft. Und so sieht er einfach, also in Jünger sieht er einfach einen Modellfall für diese präfaschistischen und dann offen faschistischen Tendenzen. Der letztgenannte Beitrag erschien 1930 in Hilferdings Gesellschaft, verweist dann auf einen zentralen Aspekt, der also Benjamin beschäftigen wird, das heißt den Zusammenhang von moderner Technologie, gesellschaftlicher Entwicklung und Medienkultur. Das ist natürlich das Thema der Passagen. Anfangs hieß das Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, und es ging darum, die französische Metropole zur Zeit des Zweiten Kaiserreichs zu untersuchen, um, wie ich schon gesagt habe, um den Triebkräften des modernen Kapitalismus, namentlich auf dem kulturellen Sektor, auf die Spur zu kommen. Er schreibt dann auch andere Studien zu Proust, der für ihn wichtig ist, den er übersetzt hat, zu Eduard Fuchs und dann später das Paris des Second Empire bei Baudelaire. Und dann natürlich auch andere Arbeiten zur Mediengeschichte, zur Fotografie, natürlich der berühmte Kunstwerkaufsatz von 1935. Die meisten oder viele dieser Arbeiten erschienen dann, wie du erwähnt hast, nicht im Zusammenhang mit dem
Institut für Sozialforschung, also Horkheimer, Adorno und andere, die dann nach 33 zuerst nach Genf, dann nach Paris und schließlich nach New York emigriert sind. Das Ziel dieser, ich habe hier eine Art Exkurs zu den Passagen, vielleicht kann ich hier die wichtigen Sachen herausholen und betonen. Das Ziel dieser ausgedehnten, jeden Rahmen sprengenden Arbeit bestand darin, die Kultur der Waren produzierenden Gesellschaft als Phantasmagorie zu entschlüsseln. Die neuen künstlerischen Materialien sollten in ihrer Wirkung auf unterschwellige und illusionistische Realitätsverarbeitung untersucht werden. Am Beispiel von Paris zeigte Benjamin, wie die gegenständliche Umwelt des Menschen, also das, was ich schon angedeutet habe, Industriebauten, Maschinen, Warenhäuser, Reklamen, immer rücksichtsloser den Ausdruck der Ware annimmt, was sich auf Wahrnehmungs- und Handlungsstrukturen auswirkt und letztlich den widersprüchlichen bürgerlichen Umgang mit der Entwicklung der technischen Produktivkräfte dokumentiert. Das ist der Punkt, nicht? Also im Bürgertum gibt es keine kritische Reflexion der Benutzung von Technologie. Oder anders gesagt, die Technologie wird nicht gekoppelt mit gesellschaftlichem Fortschritt. Stattdessen wird das mystifiziert. Das ist der zentrale Punkt der Passagenarbeit. Die Chancen und die Möglichkeiten der Technik, Benjamin glaubt, wie auch Marcuse zum Beispiel, glaubt an die Technik. Nicht? Aber er glaubt, er geht davon aus, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft die Technik eben nicht zum Fortschritt benutzt wird. Zu einem technologischen Fortschritt, ja, aber nicht zu einem gesellschaftlichen Fortschritt. Die Chancen und Möglichkeiten der Technik werden nicht genutzt, da die Produktivkräfte nur der Produktion von Waren zugewandt sind. Benjamin spricht immer wieder von der verunglückten Rezeption der Technik, die sich auch in Tendenzen wie der Technikidealisierung oder dem Technikfetischismus zeigt. Der technische Fortschritt wird mythologisiert, wie man zum Beispiel an den Warenpräsentationen auf den Weltausstellungen in London 1851 und Paris 1889 sehen kann. Das also nur als Andeutung darauf, in welche Richtung sich das Wissenschaftliche, die philosophische Analyse Benjamins bewirkt. Benjamin hat sich natürlich auch mit der Massenkunst beschäftigt, das ist vielleicht noch bekannter und auch wahrscheinlich bekannter als dieser andere Aspekt. Also ihn hat interessiert, also was das bedeutet, dass eine massive Reproduktion des Bildes möglich ist. Das ist für ihn das Signum der ästhetischen Kultur der bürgerlichen Gesellschaft. Also die größere Verbreitung setzt bereits 1848 ein, wo man von einer Grafik innerhalb einer Stunde 10.000 Drucke herstellen kann. Das sind Dinge, die Benjamin fasziniert haben, und er hat sich überlegt, wie das unsere Kultur verändert, wie es unsere Sichtweite verändert, wie es auch die schriftstellerische oder künstlerische Arbeit verändert. Da wäre also natürlich mehr dazu zu sagen, aber ich komme auf zwei andere Aspekte, die wichtig sind, nämlich also parallel zu diesem Passagenprojekt gibt es eine fortgesetzte Reflexion auf die Rolle des Schriftstellers. 1934 entstanden, ist also gerade im Exil, gerade ein Jahr, zwei Studien. Die eine thematisierte den gegenwärtigen gesellschaftlichen Standort des französischen Schriftstellers. Das ist sein Aufgabenbereich im Rahmen des Instituts für Sozialforschung. Die andere Studie wurde zu Lebzeiten nicht publiziert, erst 1866 publiziert, setzt diese Brecht-Linie fort und war später sehr einflussreich. Das ist der Autor als Produzent. Was man sehen kann, ist, dass Benjamin
zu Anfang des Exils die Hoffnung auf eine produktive literaturpolitische Entwicklung nicht aufgibt. Das kann man auch in einem Kunstwerkaufsatz sehen, mit dem er versucht, Einfluss auf europäische Künstler zu nehmen. Der Ausgangspunkt in der Arbeit über die französischen Schriftsteller ist die Ansicht, dass in der gesellschaftlichen Verfassung des Imperialismus die Position des Intellektuellen schwieriger geworden ist. Das ist fast ein Gemeinplatz. Dementsprechend groß ist die Gefahr, und hier kommt der wichtige Begriff in dieser Studie, ist die Gefahr des Verrats. Das ist das Thema. Und bei dieser sehr breiten Sichtung der literarischen Produktionen in Frankreich, es ist wirklich erstaunlich, wie viele gelesen hatten, wie viele verarbeitet, es geht um die letzten 20 Jahre vor, an sich geht bis auf die Affäre Dreyfus zurück, es geht zentral um die Frage, ob das ästhetische Bewusstsein, das er in diesen Romanen und Erzählungen und auch in der Lyrik analysiert, der Zeitlage entspricht. So neigen traditionelle Großformen wie der Roman zum Konformismus, wie er sagt, zum Einverständnis mit der schlechten Wirklichkeit. Kritische Romane seien nur aus einer Haltung der Verweigerung denkbar. Als Beispiel greift er sogar auf Zola zurück. Zitat: Wenn Zola das Frankreich der 60er Jahre hat darstellen können, so darum, weil er das Frankreich dieser 60er Jahre ablehnt. Diese Einstellung sei bei den meisten zeitgenössischen Autoren nicht gegeben. Benjamin hebt dagegen positiv die Technik André Gides und Paul Valéry's hervor. Diese Autoren hätten eine Prosa zwischen Selbstdokument, Wissenschaft, Kritik und auch Roman entwickelt, die zugleich Rechenschaft abzulegen fähig sei. Zitat: Vom Aufbau angefangen, welcher Dichtung, Memoirenwerk, Kommentar in einem darstellt, bis zur Syntax uferloser Sätze, ist überall der Schriftsteller präsent, der Stellung nehmend, Rechenschaft erteilend, sich dauernd zur Verfügung des Lesers hält. Benjamin geht, und das ist ein anderer Grund, weshalb ich darauf angehen wollte, geht auf Julien Bendas 1927 erschienenes Buch und ich glaube bis heute gelesenes Buch Verrat der Intellektuellen ein, das oftmals so dargestellt wird, als sei jede Form des politischen Engagements verwerflich, eben ein Verrat. Tatsächlich attackiert Benda die Gefährlichkeit nationalistischer und präfaschistischer Ideologien und ihre Wirkungsmächtigkeit in der französischen Öffentlichkeit. Das Problem bei Benda, so wie Benjamin das darstellt, ist, dass er die Alternative sieht in einer Orientierung an angeblich ewigen Werten. Der Idealtypus des Intellektuellen für Benda sind also Geistespatrizier wie Erasmus, Spinoza oder Goethe. Was Benda vorschwebt, so Benjamin, ist ein zeitloses, angeblich der Macht abgewandtes Universum mit Namen des europäischen Humanismus. Den Literaten diese, wie er das nennt, Klausur des utopischen Idealismus anzuempfehlen, hält Benjamin für pure Romantik. Benjamin ignoriere wiederum, ein zentraler Punkt der Tenor bei Benjamin, ignoriere den Untergang der freien Intelligenz. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Bezug auf die Demokratie und andere Werte, ohne dass Intellektuelle, die sich darauf beziehen, deren mangelnde Realisierung thematisieren. Dies führe zu einer doppelten Moral. Benjamins Sympathie gehört dagegen einer Position des Intellektuellen als kontrollierender, dabei selbstkritischer und keinerlei Repräsentanz beanspruchender Instanz. Der Aufsatz oder die Rede der Autor als Produzent, darüber wäre mehr zu sagen, aber als Pendant will ich das kurz erwähnen, beschreibt wie eine, es ist positiver, modellhafte, wie eine linke Literatur-, Theater- und Medienprogrammatik zu neuen Formen der Literatur, zu einem Umschmelzen der Gattungen und einem neuartigen Verhältnis von Autor und Leser oder Zuschauer führt. Und er bezieht sich hier nicht nur auf Brecht, sondern auch auf Tretjakow, den er, als er in Moskau war, selbst nicht kennengelernt hat oder
nicht vollkommen wahrgenommen hat, obwohl er da gearbeitet hat, den er aber später über Brecht kennenlernt. Es sind die neuen transparenten Techniken, der Begriff Technik ist wichtig als Gegenpol zur faschistischen Ästhetik, es sind die neuen Techniken, die im Kampf gegen die mystifizierenden Konzepte der faschistischen Ästhetik ins Feld geführt werden. Faschistische Ästhetik bedeutet, dass man also noch radikaler die alten bürgerlichen Konzepte von Schöpfertum, Genie, Werk und so weiter, das heißt irrationale Aspekte, benutzt. Technik dagegen steht für Transparenz. Technik steht dafür, dass man sich angleicht und dass man in einer größeren Bewegung funktioniert. Ich komme zum Schluss. Zur Positionsbestimmung kann man vielleicht Folgendes sagen. Blickt man zurück, so kann man, glaube ich, sagen, dass Benjamin seinem früh entwickelten Programm treu geblieben, erstaunlich, also treu geblieben ist, über 25 Jahre, nämlich, also philosophisch, wissenschaftlich betrachtet, einen philosophischen Ethos, demzufolge er der Autor in der Analyse, gleich viel in welchem Textgenre er arbeitet, das Künftige im Gegenwärtigen erkennen zu befreien. Die Analyse soll das Künftige im Gegenwärtigen befreien. Das war das Programm von 1915. In den 20er Jahren wurde dieses Programm politischer, anfangs reine Theorie, nicht? Das ist klar, dass er diese Wendung zum Politischen vollzieht, ohne ursprüngliche Positionen aufzugeben. Das ist typisch für Benjamin. Das Programm ist politischer, auch die Formulierungen werden dank Brecht griffiger, wenn es heißt, es müsse der Wille erkennbar sein, die Welt zu ändern. Auch wurde das Anarchistische zurückgedrängt, wenngleich es als, wie man vielleicht sagen kann, als utopischer Impuls niemals ganz verschwindet bei Benjamin. Wichtig ist auch, ich glaube, das muss man sehen bei Benjamin, dass er diese Personalunion von Philosoph, Wissenschaftler und Schriftsteller ist. Er als Schriftsteller oder als Wissenschaftler, Philosoph, Schriftsteller die Krise der herkömmlichen Literatur berücksichtigt und neue Formen entwickelt. Das trifft zu, nicht? Wenn man sich seine Einbahnstraßen, andere Texte ansieht oder auch seine Arbeiten fürs Radio ansieht. Also ein Mann, der tatsächlich versucht hat, diese neuen Formen zu entwickeln. Bestimmend blieb aber seine Orientierung auf ein philosophisches Ethos der intellektuellen Analyse, um das nochmal zu zitieren, das Künftige im Gegenwärtigen erkennend zu befreien. Auf diese Aufgabe kam Benjamin übrigens 1938 noch einmal zurück, als er das Frankfurter Institut für Sozialforschung für eine Schweizer Zeitschrift darstellen sollte. Diese Zeitschrift war konservativ und er durfte Begriffe wie die Dialektik, Klassenkampf und Marxismus nicht erwähnen. Was kein Problem für Benjamin war, er hat dann die Begriffe einfach durch andere Begriffe ersetzt. Was typisch ist auch für die spätere Sprache der Frankfurter Schule, also diese Acht-Sklaven-Sprache, die man da gepflegt hat oder auch zum Teil pflegen musste. Er stellt die Frankfurter Schule, wenn man davon zu dem Zeitpunkt sprechen kann, zu der er ja auch in gewisser Weise gehört, für die er gearbeitet hat, in die Tradition großer europäischer Philosophie in Europa, einer Philosophie, die, wie er sagt, die gesellschaftliche Tragweite ihrer Forschung stets vor Augen hatte. Dies bestimmt auch die methodologischen Positionen. Kein System, gibt es, wie er positiv hervorhebt bei der Frankfurter Schule, aber die Verpflichtung darauf, auf eine tiefe theoretische Durchdringung aller Erfahrung. Die Methode legitimiere sich nur dadurch, dass sie nicht im abgeschiedenen Raum des Laboratoriums entwickelt wird, sondern auch das im Freien der Geschichte
bewerkstelligte Element in ihren Horizont einbezieht. Also hier kann man das Wort Revolution darf natürlich auch nicht vorkommen. Das ist also mit Experiment gemeint und mit der Orientierung auf eine Theorie, die zur gesellschaftlichen Befreiung beiträgt. Er schloss mit einer Frage, wie sie 1937, 38 nicht entscheidender, existenzieller sein konnte, nämlich, ob sich aus dem, Zitat, Zerfallsprozess der demokratischen Gesellschaft noch die Elemente aussondern ließen, die, immer noch Zitat, die ihrer Frühzeit und ihrem Traum verbunden, die Solidarität mit einer kommenden, mit der Menschheit selbst nicht verleugnen. Die deutschen Forscher, und er redet wieder über die Frankfurter Schule, welche ihr Land und andere Exilierte, welche ihr Land verlassen haben, hätten nicht viel gerettet und wenig zu verlieren gehabt, würde ihnen nicht auf diese Frage ein Ja zur Antwort. Vielen Dank. Thank you.